Peter! Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Die Adresse, die du mir gegeben hast? Ich war da. MJ. Ich weiß. Warte. Was ist das? Hör nur zu. Das ist die richtige Adresse. Die Männer sind alle bewaffnet. Was ist das hier? Dieses Büro. Vielleicht gibt's da eine Verbindung zu Lee. Ich muss da hinten hin. Hä? Was war das? Welcher Trottel räumt sein Zeug nicht weg? Garantiert happy. Fast eine Ratte abgeknallt. Ich muss diesen Kerl da weglocken. Zahlt Martin Lee wirklich den Boss? Ja. Wir bauen diese Kriegsbestie für Lee und Lee finanziert dafür den Boss. Hey, Rick! Win-win. Der Boss will mit dir reden. Geh rein! Misch mal besser die Stadt. Ich muss in dieses Büro. Wenn der Boss das sieht, ist er sauer. Was bauen die hier nur? Ist das alles für Lee? Schon mal probiert. Vorsichtig. War das ein Geräusch? Immer sachte. Welches Fahrzeug braucht so große Reifen? Mann, ich hab das Ding noch hier gelassen. Was war das für ein... Der Typ da geht nirgendwo hin. Ist da jemand? Vielleicht kann ich ihn ablenken. Moment! Mann, ich hab das Ding noch hier gelassen. Ist da jemand? Wer ist da? Moment! Mann, ich hab das Ding noch hier gelassen. Der Typ da geht nirgendwo hin. Vielleicht kann ich ihn ablenken. Hey, hat denn inzwischen jemand neues Bier geholt? Wer ist da? Moment! Mann, ich hab das Ding noch hier gelassen. Moment!
Ich habe das Ding noch hier gelassen. Ist da jemand? Moment! Oh Mann, ich hab das Ding noch hier gelassen. Ist das eine Art militärische Ausrüstung? Das Büro muss rechts von mir sein. Schön vorsichtig jetzt. Die Fässer sehen wichtig aus. Alchemax. Was ist da drin? Kommt schon, was? Lee merkt das nie! Tombstone. Hast du recht, Rick? Merkt er nicht? Weil's nicht da ist. Gott verdammt! Ich sag doch, ich bring's in Ordnung! Du hast echt Eier, Rick. Mal sehen, wie hart die sind. Ja! Wie überaus enttäuschend. Ich brauche einen neuen Schweißer. Ich kann jetzt nicht umkehren. Ich muss in dieses Büro. Jetzt komm schon. Entwürfe. Ein Transportwagen. Das bauen sie also für Lee. Aber wozu braucht er einen Panzerwagen? In diesem Büro muss doch noch irgendwas sein. Und los geht's. GPS-Peilsender. Wozu braucht Tombstone die wohl? Okay, Jungs. Wir rücken aus. Holt das Zeug aus meinem Büro. Zeit zu gehen. Okay, ich möchte sagen, tu das nie wieder, aber da du ohnehin nicht auf mich hörst, hier. Die sind fürs nächste Mal. Klasse. Danke. Du weißt, dass Tombstone verrückt und quasi unbesiegbar ist, richtig? Jeder hat einen schwachen Punkt. Meiner ist... Was auch immer du da gerade kochst. Es riecht köstlich. Hähnchencurry, es muss noch köcheln. Keine Knödel, hoffe ich.
Darüber wirst du nie Gras wachsen lassen, oder? Nein. Die große Knödelkatastrophe. Krass, dass sie das ganze Haus evakuiert haben. Ich weiß, und das im Januar. Deine Nachbarn hassten mich. Unsere Trennung hat sie ziemlich gefreut. Ja. Also, reden wir über deinen Fund in Lees Büro. Tja, Lee hat ein Problem mit Norman Osborn. Ja, aber warum? Ich weiß es nicht. Aber sein nächster Schritt beinhaltet den Teufelsatem, was immer das ist. Ja, ich werde recherchieren. Also, ich dachte, wie wär's? Wir als Team? Du als meine Gehilfin? Wie Spider-Girl? Spider-Woman. Nein. Woman. Kein Sidekick. Als Partnerin. Oh. Oh nein, nicht schon wieder. Hey, dein Verbrechenssystem-Dings. Es gibt da einen Wohnungseinbruch. Charles Standish. Kommt mir bekannt vor. Oh, Oscorps Finanzchef. Warte. Glaubst du, dass das etwas mit Lee zu tun hat? Sorry, dass ich dich sitzen lasse. Hast du deine Klamotten einfach auf dem Küchenboden gelassen? Wo soll ich sie denn... Die Couch wäre okay. Dann sehen wir uns später? Ja.